Ich hatte es satt, während der Heizperiode regelmäßig durch das gesamte Haus zu flitzen und die Heizkörper entsprechend meiner Zieltemperatur einzustellen. Und dadurch hatte ich ein klares Ziel vor Augen, nämlich komfortabel bzw. smart das gesamte Haus heizen. Nach intensiver Recherche bin ich schlussendlich bei den Produkten von Tado hängen geblieben. In meinem Fall das Tado Starter Kit V3 Plus für Heizkörperthermostate sowie der Erweiterung, sprich zweimal das Thermostat Quattro Pack. Und damit recht herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing, Installation, Test und Review Video. In diesem Video werde ich gezielt auf die wichtigsten Aspekte eingehen und dir somit das Produkt genauer vorstellen. Kurzer aber wichtiger Hinweis, bevor es losgeht, alle relevanten Produktlinks sowie der Link zum ausführlichen Blogartikel, den findest du unterhalb in der Videobeschreibung. Los geht's mit dem Unboxing. Beginnen werde ich mit dem Heizkörperthermostat Starter Kit V3 Plus. Ja, also enthalten hier ein Welcome Guide, wo nochmal die Funktionsweise erklärt wird. Dann ein Installationsguide. Wir benötigen eine App, dazu später mehr. Und hier ganz wichtig, mit diesem Heft behältst du sozusagen den Überblick über deine Tado-Installation, mit dem du sozusagen alle von dir installierten Geräteaufkleber einheften kannst. Und das ist tatsächlich auch sehr empfehlenswert. Weiter geht's oben rechts. Hier ist sozusagen die Bridge. Die Bridge braucht Strom und natürlich auch Zugang zum LAN. Dann das smarte Heizthermostat. Das sieht natürlich sehr, sehr schick aus. Mal im Vergleich zu denen, die ich aktuell dran habe. Schick auf jeden Fall. Das mal fix zum Vergleich. Dazu aber dann bei der Montage eben mehr. Ja, also hier ist lediglich eine Schutzfolie drum. Die kann man sehr einfach abziehen. Dann dieses Teil lässt sich problemlos dann entfernen. Muss ich nochmal gucken, wo der QR-Code ist. Den möchte ich natürlich dann nicht einblenden. Die Lasche muss dann gezogen werden. Und hier sieht man auch den Bereich, das kleine Knöpfchen hier für das Pairing. Dann enthalten 6 Adapterringe. Die werde ich tatsächlich nicht verwenden. Ich zeige dir dann gleich mal, welche ich verwenden werde. Ja, und dann natürlich noch USB und Stromkabel. Hier das Ethernet-Kabel und Strom. Verschiedene Anschlüsse, EU-Stecker und das war's. Da ich aber nicht nur einen Heizkörper habe, sondern mehrere. Ja, das sind also nochmal weitere 8 insgesamt. Du hast gut gerechnet. 9 Heizkörper möchte ich mit diesen Tado-Thermostaten betreiben. Auch hier kurzes Unboxing dazu. Und klar, hier natürlich nur enthalten die entsprechenden Zusatzthermostate sowie die entsprechenden Adapter. Aber wie gesagt, die verwende ich nicht. Ich habe mich tatsächlich für die Adapter für Danfoss RA-Ventile von Heimeyer entschieden, wie du hier sehen kannst. Da natürlich 9 Stück. Warum die? 2 Gründe. Die sind langlebiger, da Plastik allgemein auf Temperaturschwankungen reagiert und subjektiv schöner, dann natürlich Edelstahl optisch ansprechender wirkt. Ja, und falls es dir noch nicht aufgefallen ist, ich habe mich erstmal bewusst gegen das Wireless Wandthermostat entschieden, einfach weil ich das über das normale Offset regeln möchte und will dann natürlich schauen, ob das hinhaut und falls ja, dann werde ich weiterhin auf das Wandthermostat verzichten. Andernfalls kann man sich das natürlich auch einfach nachbestellen, auch hier wieder der Link unterhalb in der Videobeschreibung. Weiter geht's auf dem Smartphone. Generell wird die Tado-App für die Installation, aber auch für die Verwendung benötigt. Die steht natürlich im Apple App Store bzw. Google Play Store zur Verfügung, steht also gratis zur Verfügung. Die einmal runterladen, öffnen und jetzt benötigen wir ein Konto. Wir müssen uns also registrieren. Auch diesen Vorgang werde ich jetzt durchführen. Ich werde dir in dem Step aber nicht alle Bereiche zeigen. Jetzt werden erstmal grundlegende Daten gesammelt, auch den Ort, sodass auch Wetterprognosen oder Vorhersagen für die App und dementsprechend auch für das komplette Tado-System genutzt werden können. Also einmal Konto anlegen. Ja, man sieht Vor-, Nachname, E-Mail-Adresse, Passwort, Passwort bestätigen. Einverstanden. Jetzt neues Zuhause anlegen. Zuhause soll Zuhause heißen. Ja, wie vorhin schon erwähnt, um Geofencing zum Beispiel zu nutzen, Klimaberichte etc. wird natürlich auch der Standort von dir benötigt. Jetzt den Namen vom Smartphone oder Tablet, um das schlussendlich zu identifizieren. Fortfahren. Standort freigeben.
Mitteilung, na klar. Ja, und jetzt geht es darum, auch schon die Geräte hinzuzufügen. In dem Fall als allererstes die Bridge. Erstes Gerät hinzufügen. Möchte auf die Kamera zugreifen, natürlich. Ja, auch diesen Vorgang kann ich dir wieder nicht konkret zeigen. So, jetzt das Gerät hinzufügen. Jetzt kommt auch die weitere Anleitung mit dem Router verbinden. Jetzt kommen die beiden, einmal USB und einmal das Ethernet-Kabel zum Einsatz. Einmal Internet und einmal für den Strom. Ja, und wie gesagt, den Aufkleber in das Heft einzukleben, sodass der Überblick nicht verloren geht. Gerade wenn man halt wirklich mehrere Geräte auch nutzt. Den Netzstecker noch vorbereiten, das heißt, ich ziehe jetzt noch hier die Folie ab, den Adapter hier drauf, sodass die Bridge immer mit Strom versorgt werden kann. Dann von der Bridge direkt zum Router und klar einmal in die Steckdose. Auf dem Smartphone sehen wir jetzt, dass die Internet Bridge verbunden ist, dementsprechend einmal weiter. Das Pairing können wir aktivieren. Okay. Und jetzt können wir weiter mit der Montage der Thermostaten beginnen. Bevor es aber zur eigentlichen Montage übergeht, möchte ich das Thermostat erstmal mit in die Tado-App integrieren. Das geht wie folgt. Gerät hinzufügen, Code wieder abscannen, das kann ich dir jetzt wieder nicht zeigen. Den Aufkleber, wie gesagt, entfernen und mit ins Heft kleben. Und das gilt natürlich jetzt für alle weiteren Thermostate, die du auch selbst an deinen Heizkörpern anbringen möchtest. Du hast gesehen, das geht also wirklich ruckzuck. Jetzt die Schraubbefestigung entfernen, Gerät einschalten und die blaue Folie ist also den Isolierstreifen entfernen. Damit sind die Batterien scharf. Es hat auch schon einmal vibriert und man sieht, das Display war auch schon aktiv. Jetzt kommt das Pairing, also 3 Sekunden auf den Button drücken, den ich hier vorhin schon gezeigt hatte. 3 Sekunden lang, vibriert wieder, das Display ist auch aktiv und damit ist das Gerät auch schon verbunden. Prima. Also siehst, es geht wirklich super einfach und jetzt kann das Thermostat an den Heizkörper angebracht werden. Nun zur eigentlichen Montage, angekommen an der Heizung. Wir wollen also jetzt den Thermostatkopf wechseln. Der alte soll jetzt also ab, auch hier wieder herstellerabhängig. Die meisten haben hier nochmal eine Manschette drum und es reicht nicht mit der bloßen Hand den abzudrehen. Also oftmals benötigst du hier in dem Fall dann eine Wasserpumpenzange. In meinem Fall, ich brauche die tatsächlich nur abzudrehen, sieht also wie folgt aus. Festhalten und dann brauche ich nur an diesem Ring hier drehen. Und dann kann ich den nämlich abziehen. Ganz simpel. Jetzt würden theoretisch die Adapter von Tado zum Einsatz kommen. Ich nehme meine, wie am Anfang des Videos schon gezeigt. Die werden jetzt hier einfach draufgesetzt und mit dem entsprechenden Imbusschlüssel werden die jetzt festgezogen. Jetzt dieses Teil, hier auch ganz wichtig der Hinweis top, also das muss so idealerweise dann stehen. Das heißt, den einmal kurz hier rausziehen und dann hier dran schrauben. Ne? Und jetzt lediglich den Tado Thermostat Kopf festdrehen. Auf die Nase achten, festziehen, also leicht nach rechts. Na, jetzt fängt die Kalibrierung an, diesen Moment also abwarten. Und dadurch ist die Kalibrierung abgeschlossen. Ja, nach der Kalibrierung kann ich jetzt also einstellen, wenn ich nur ganz kurz bewege, wie jetzt in dem Fall, dann wird mir lediglich, dann geht der Display an. Oder aber, wenn ich weiter drehe, dann kann ich natürlich Temperatur regulieren, indem ich nach links oder rechts halt drehe. Das Ganze geht von komplett aus und bei 5 bis 25. Und ansonsten kann ich den Rest natürlich alles innerhalb der App steuern. Kurz zurück in der App. Auch hier sieht alles gut aus, verbunden, Batterie läuft und den Raum habe ich ebenfalls schon umbenannt in Bad oben. Auch Ausrichtung, auch nochmal interessant, hier die Unterscheidung zwischen horizontal und vertikal, aber wie du es gerade gesehen hast, in dem Fall die Ausrichtung horizontal. Hier passt soweit alles und damit ist der erste Tado-Thermostat gewechselt. Ja, und schlussendlich mache ich das Prozedere jetzt noch weitere 8 Mal. Jetzt eine kurze Demonstration. Man kann auch innerhalb der App testen, ob alles funktioniert, indem ich hier jetzt zum Beispiel Display blinken lasse. Dann zeigt er auch High an, das passt. Kann hier, wie gesagt, weitere Einstellungssettings vornehmen. Und auch innerhalb der App kann ich natürlich jetzt auch hier
das runterregeln, wenn ich jetzt sage 12 Grad. Wenn ich jetzt natürlich drehe und mache jetzt zum Beispiel 23, dann wird auch gleich hier innerhalb der App statt 12, wird er jetzt auf 23 gleich hochgehen. Also synchronisiert sich jeweils bidirektional. So, ich hoffe, du konntest das jetzt sehen. Auch hier hat sich das jetzt entsprechend eingestellt. Wie gesagt, so eine kleine Zeitverzögerung gibt es dann immer noch, aber ansonsten funktioniert das sehr, sehr gut. Und wenn wir schon einmal im Bereich App bzw. Steuerung sind, möchte ich an der Stelle auch kurz anschließen. Zur Steuerung, hier möchte ich noch hinzufügen, hier gibt es natürlich eine gewisse Kompatibilität bzw. Schnittstellen zu zum Beispiel Google Assistant, Alexa und zur Apple HomeKit App. Heißt natürlich auch im Umkehrschluss, dass du bequem per Sprachbefehl deine Heizung steuern kannst. So zum Beispiel auch unterwegs, auch dahingehend per Smartwatch oder zu Hause nutze ich zum Beispiel auch gern Apple HomePod, also darüber die Sprachsteuerung. Ja, und zur App, ich habe es gerade schon angeteasert, hier möchte ich mich wirklich möglichst kurz halten, weil einfach der Funktionsumfang so heftig groß ist. Also hier drüber könnte ich wirklich ein separates Video drehen, um wirklich ins Detail und tief reinzugehen, um dir wirklich den kompletten Funktionsumfang dieser App alleine zeigen zu können. Ja, mit Funktionsumfang und gewaltigem Funktionsumfang, um einfach hier mal ein paar Schlagwörter bzw. Funktionen, Benefits an die Hand zu geben. Hier reden wir zum Beispiel von der Überwachung vom Raumklima. Ich habe also eine Anzeige innerhalb der App, wo ich mir das Raumklima rund um die Uhr anschauen kann. Ich habe Geofencing dabei, die Fensteroffenerkennung. Ich kann intelligente Zeitpläne erstellen und automatisch schalten lassen. Ich habe eine integrierte Wettervorhersage, die natürlich noch mit berücksichtigt wird. Und vieles mehr, so natürlich auch am Ende auch jederzeit die Möglichkeit, mir diverse Auswertungen anzeigen zu lassen, den Energiereport zum Beispiel. All das und noch vieles, vieles mehr ist sozusagen mit der App möglich. Um es also auf den Punkt zu bringen, mit der App hast du wirklich alles im Blick und gleichzeitig auch alles im Griff. Und dank automatischen Updates brauchst du dir sowieso nie irgendwelche Gedanken machen. So also zum Beispiel zum Firmware-Updates oder Aktualisierung beziehungsweise generell zu den Updates an sich selbst. Ja, und obwohl die ganzen Basisfunktionen kostenlos innerhalb der App zur Verfügung stehen, gibt es noch die Möglichkeit, dank dem sogenannten Auto-Assist für jährlich 29,99 beziehungsweise pro Monat 3,99 €, dass du den optional mit zubuchen kannst. Und der bringt dir schlussendlich noch mehr Komfort, er sorgt für weniger Kosten und die wirklich maximale Transparenz. Komme ich nun zum Thema Stromversorgung. Und hier ist es so, dass die Tado Bridge, die wird zwar permanent mit Strom versorgt, hingegen aber die Thermostate selbst, die also am Heizkörper befestigt werden, die werden schlussendlich mit Batterien bzw. speziellen Akkus versorgt. Heißt natürlich auch im Umkehrschluss, dass irgendwann die Batterien bzw. Akkus leer sind. Und dementsprechend kommst du um einen Batterie- bzw. Akkutausch nicht drumherum. Das ist im Normalfall einmal pro Jahr fällig. Und hier ist es so, dass dich Tado auch an diesen Vorgang erinnert, rechtzeitig erinnert. Das heißt, du bekommst zum Beispiel E-Mails, du kannst aber auch Push-Nachrichten aktivieren, aber auch die Anzeige am Tado-Thermostat erinnert dich jederzeit, hey, es ist Zeit, die Batterien bzw. Akkus zu wechseln. Und wie dieser Vorgang ausschaut, den zeige ich dir jetzt. Wir sind jetzt am Tado-Thermostatkopf angekommen. In dem Fall hier ist die Batterie bzw. Akku leer. Heißt natürlich auch, dass wenn ich jetzt hier drehen möchte, dann wird mir sofort das Symbol für einen leeren Akku bzw. Batteriestand angezeigt. Heißt natürlich auch, dass in dem Fall die Heizung aus ist. Das heißt, sobald die leer ist, ist es so, dass keine Regulation mehr stattfindet und automatisch die Heizung dann entsprechend ausgeschaltet wird. Um die enthaltenen Batterien bzw. Akkus tauschen zu können, musst du den Thermostatkopf hier in dem Fall entfernen. Das heißt, du nimmst den Kopf und drehst ihn leicht nach links. Und du siehst, dadurch hast du jetzt den Thermostatkopf schon in der Hand. Wichtig ist hierbei zu beachten, dadurch, dass ich den jetzt natürlich entfernt habe, wir immer noch in der Heizperiode sind, springt natürlich die Heizung jetzt entsprechend an. Das heißt, man sollte sich in dem Fall ein bisschen beeilen, um die Akkus bzw.
Batterien zu tauschen, sodass der Thermostatkopf wieder dran montiert werden kann. Dann direkt zum eigentlichen Batteriewechsel. Hier noch der kurze Hinweis, also nicht wundern, ich habe hier so ein Stückchen Papier reingeklemmt, einfach um den QR-Code abzudecken. Aber was ich noch freigelassen habe, neben den Pairing, siehst du hier steht VA02. Das heißt also, ich habe jetzt dieses Modell VA02 und es gibt noch das VA01 Modell. Bei diesem Modell, also sprich bei dem VA02, kann ich Batterien und Akkus einsetzen. Bei dem VA01 Modell leider nur Batterien, also AA-Batterien. Und hier ist es so, dass Tado auch definitiv empfiehlt, nur eine spezielle Sorte von Akkus zu verwenden, nämlich die Panasonic Eneloop. Und die habe ich dir wiederum unten in die Videobeschreibung mit verlinkt. Ja, der eigentliche Batteriewechsel ist also sehr, sehr einfach gemacht. Du siehst hier dieses kleine Blech, wo drunter sozusagen die Batterien oder Akkus halt sitzen. In meinem Fall sind es halt Batterien. Und wenn ich das jetzt hier leicht nach unten drücke und nach unten auch schiebe, dann geht automatisch schon dieser Deckel sozusagen ab. Und hier befinden sich dann auch schlussendlich die Batterien, wie in meinem Fall. So, die jetzt also die alten leeren entfernen. Ich habe jetzt hier zwei neue. Und hier ist es auch nochmal schön sichtbar. Hier soll also die Plusseite rein, also Plus nach oben, und hier Minus nach oben, also so rum, ganz entscheidend. Ja, und dann schlussendlich dieser Deckel wieder drauf, auch das gleiche Prinzip, wieder nach unten drücken und dann nach oben schieben, um schlussendlich diesen Mechanismus zu verschließen, dass auch wieder der Kontakt besteht. Und jetzt merke ich auch schon, dass das Thermostat etwas machen möchte, das Setting wieder durchführen will. Das heißt, jetzt geht es wieder zurück zum Heizkörper, um das Ganze auch wieder zu montieren. So, zurück zum Heizkörper. Jetzt wieder das Thermostat anbringen. Es gibt also, wie gesagt, nur eine Möglichkeit, das jetzt hier anzubringen wieder. Draufsetzen und ein wenig nach rechts klicken. Und damit ist auch schon der Batteriewechsel erfolgreich abgeschlossen. Jetzt wird nochmal geprüft, ob das alles auch passt. Ja, und damit, du hast es gesehen, damit ist der Batteriewechsel jetzt komplett abgeschlossen. So schnell und einfach funktioniert das. Ja, dann komme ich zu den Vorteilen bzw. Nachteilen, wobei natürlich die Vorteile extrem viele sind und deswegen habe ich mich auf lediglich 5 begrenzt. Hier also meine Top 5 angefangen. Erstens also mit der Qualität, zweitens Design, drittens Komfort, viertens die einfache Installation und Bedienung und fünftens die App-Steuerung. Hingegen bei den Nachteilen, das ist mir sehr, sehr schwer gefallen, denn hier gibt es in meinen Augen, habe ich nichts Richtiges als Nachteil empfunden. Zwei sind theoretisch so ein bisschen nennenswert und die möchte ich dir an der Stelle einfach mal in die Hand geben. Vielleicht ist es für dich relevant. Erstens der mögliche höhere Preis, also das Investment für dieses Setup, dieses einmalige Investment, was halt notwendig ist. Und zweitens, eventuell störend, dieser regelmäßig, und mit regelmäßig meine ich einfach einmal pro Jahr, ist der Akkutausch bzw. der Batteriewechsel notwendig. Und das könnte eventuell für den einen oder anderen Nachteil sein. Von daher möchte ich die einfach mal mit an der Stelle mit einbauen als mögliche Nachteile. Und das war es in meinen Augen auch schon. Es sei denn, du hast noch andere Nachteile gefunden, dann kannst du mir das gerne an der Stelle mal kommentieren. Dann komme ich auch langsam zum Ende des Videos und somit auch zum Fazit. Smart heizen, Geld sparen, Komfort genießen. Die Produkte von Tado bieten eine komfortable und zeitgleich kostensparende, smarte Heizlösung. Mit Funktionen wie Geofencing und intelligenten Zeitplänen wird der Wohnkomfort optimiert, während Verbrauchsberichte und automatische Updates helfen, die Energieeffizienz zu steigern. Die flexible Raumsteuerung und Fernzugriffsfunktionen ermöglichen individuelle Anpassungen, was nicht nur den Komfort erhöht, sondern ebenfalls zur Einsparung bei den Energiekosten führt. Kurzum, insgesamt bietet Tado eine nutzerfreundliche Lösung für effiziente und budgetfreundliche Raumklimakontrolle. Und damit komme ich auch schon zum Ende des Videos.
Wenn dir das Video weitergeholfen hat bzw. gefallen hat, zeig mir das, indem du Daumen hoch bzw. gefällt mir klickst. Solltest du noch Fragen haben, dann stell mir einfach deine Frage in Form eines Kommentars. Ich werde dir wie immer zeitnah antworten. Abo nicht vergessen, die Glocke aktivieren und dann sehen wir uns definitiv im nächsten Video. Ich sage erstmal ciao und bis zum nächsten Video. Mach's gut.